Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben heute einen Special Guest da, der sitzt nämlich hier, das ist der Fahrer, ne? Wir dürfen ja nicht mehr Brösel sagen, wir müssen sagen, der Fahrer. Hast du den Namen jetzt komplett abgelegt oder was? Jeder wie er es halt sagt. Jeder wie er es will. Da ist der Günther, ne? Deswegen. Wir wollen heute ein Bier-Tasting machen, weil ich ziehe ja bald um. Das heißt, das Bier, was hier ist, muss getrunken werden. Da wollte er mir helfen. Was macht er? Er bringt erstmal sein eigenes Bier mit, sodass eigentlich von mir gar nichts verbraucht wird. Aber er hat hier eine Sorte, eine Marke. Das ist was ganz Besonderes, hat er gesagt. Er hat nämlich hier ein Bäcker. In der Biergeschichte doch sehr entscheidend gewesen. Denn die ersten Biere sind hier von 1378, habe ich gelesen. Wusste ich auch erst gar nicht. Ich dachte immer nur, ja, es ist ein gutes Bier und so. Und die sind ja wirklich auch europaweit bekannt gewesen als das beste Bier zur damaligen Zeit. Und selbst die Bayern haben sich einen Braumeister geholt, der dann dieses Bier hier seinen eigenen genannt hat, das Einbürgisch. Einbürgisch. Aber vorher haben die das auch von Einbeck gekauft und München und Einbeck ist doch ein großer, also eine große Entfernung. Ja, wir probieren die alle mal durch. Ich habe das Dunkle vergessen. Das habe ich, glaube ich, nicht gefunden oder toll. So. Und Weihnachtsbier gibt es auch, aber Weihnachten ist vorbei, habe ich auch nicht mehr. Ja, das habe ich dir letztens noch im Kalea Adventskalender war auch mal eine Flasche drin von diesem, genau diesem Einbürgisch. Falls ihr die Adventskalender mal geguckt habt, da war eine Einbürgisch-Flasche drin und da war auch eine Weihnachtsbier-Einbäcker-Flasche drin. Er hat jetzt also verschiedene Sorten hier mitgebracht. Die werden wir euch gleich nochmal vorstellen, werden euch gleich nochmal vorlesen, was ist. Und vortrinken. Jeder hat also eine Flasche von jeder Sorte. Das sind was, wie viel? 9, 5 und 4. Wir haben noch ein Maßkrug. Falls das Bier nicht ins Tastingglas komplett reinpasst, wollen wir den Rest dann immer in den Maßkrug schütten und da unsere eigene Einbäcker-Maß kreieren. Adi Schatz! Ach, nur zu erwähnen ist übrigens die Bockbierbrauart, deswegen heißt hier so viel Bock. Es kommt aus Einbeck. Einbeck. Einbäcker aus Einbeck, das ist ja wie Dingslebener aus Dingsleben. Achso, ja, den Napf wollten wir ja unten hin tun. Wir haben heute, guckt euch das nochmal an, weil der Tisch immer so niedrig ist, haben wir extra heute die Stühle aus der Küche und aus dem Schlafzimmer hier drunter gestellt, damit der Tisch jetzt höher ist und das hier wie ein Tresen dann fungieren kann, dass man einfach hier zusammen sitzt mit seinem Tastingglas, mit der Flasche, die man dann jeweils hat und ja, gefällt dir die Einstellung so, passt das? Ja, das denke ich schon. Warte, ich muss den Bauch einziehen. Ich habe ein schwarzes T-Shirt, da sieht man das nicht. Deswegen habe ich ein weißes, ne? Und unteren Gläser, ja. Ja. Tisch ist weiß. Die Original Kalea Bier-Tasting-Gläser, dass die nochmal zum Einsatz kommen. Feuerzeug ist auch da, wir wollen das vielleicht fluppen lassen oder so, man weiß es nicht genau. Würden jetzt anfangen, aber was hast du gesagt? Die gibt's bei uns eigentlich gar nicht. Also wenn was du kriegst, hast, das da hier normal, kriegst du vielleicht noch, wenn du, also spät müsstest du schon ein bisschen Harz fahren, da kriegst du das. In Harz fahren, dann kriegst du das. Aber ansonsten gar nicht. Fangen wir mal mit dem ganz normalen Pilz an. Das ganz normale Einbäcker Pilsener Premium, grünes Etikett, sieht ja wunderbar aus, hat 4,8%. Willst du da noch was zu erzählen? Oder? Nee, außer die Pilsener Brauart kommt eigentlich aus jetzig Tschechien, Pilsen. Mehr muss man dazu nicht sagen, ansonsten ist das halt einfach ein stinknormales Pilz, was halt nicht so süß schmeckt wie zum Beispiel Warsteiner. Ich bin halt eher der Biertrinker und nicht der Bierkenner und deswegen, aber der Fahrer ist Wissenschaftler. Hier ist halt auch kein Hopfenextrakt drin, also die haben wir hier. Das ist ja mein Lieblings- Original-Thema zurückgeholt. Oh, der kam zurück. Toll. Der hat mich getroffen. Achso, jetzt hätte ich schon beinahe. Ich dachte, das ist meine Flasche getrunken. Dass meine auf deins geflogen ist, aber ja. Das kann auch sein. Genau, wir schenken jetzt mal ein. Wir wollen nämlich auch immer mal nach der Farbe gucken, wie das so ausschaut. Ich glaube, ich habe das Bier noch nicht. Hast du irgendwelche gesehen. Tricks beim Einschenken? Nee. Du schenkst mit Schaum ein? Ich habe irgendwie Angst, dass ich alles verschütte. Sonst. Ich habe das Bier tatsächlich noch nie gesehen, weil ich das immer aus der Flasche trinke. Wie hast du das gemacht? So, das ganze Bier ist in der Flasche, im Glas. Na, ich schenke so ein, wie ich eigentlich immer einschenke bei den
Dann darfst du jetzt alle einschenken. Ja, die sagen doch immer, dass du schräg einschenken sollst, damit es auch versucht, lang fließt. Aber ich du hast Angst, dass es dann rausläuft. Du hast relativ schnell hochwärts gehalten und jetzt hast du halt so einen fetten Turm drauf. Also wir haben auf jeden Fall nichts übrig. Eigentlich wollten wir hier in den Maßkrug reinfüllen und dann in der Hoffnung, dass wir am Ende eine Einbäcker-Maß haben. Aber ich glaube, die Videoidee können wir uns schenken. Das sollte nämlich als extra Video kommen, wie wir die Einbäcker-Maß trinken. Einbäcker Pilsner, 600 Jahre Brautradition seit 1378. Schönes Etikett, gefällt mir sehr gut. Und der braunen Flasche hier, das glänzt richtig, ist schön grün. Ja, grün. Sonnengelb, duftend nach Gerstenfeldern, mit einem Geschmack nach lieblichem Getreide. Dafür sorgt das helle Gerstenmalz, das vornehm spritzig und mit pilztypischer Hopfenbittere jeden Durst löscht. Er hat gesagt, er möchte für jedes Bier bitte 5 Minuten einplanen, weil er nicht alles mit einmal trinken will. Ist natürlich sinnvoll, wenn man 5 Minuten redet, bevor man das erste überhaupt trinkt, damit er... Nein, aber man kann ja mal vorlesen, was da steht, ne? Ja, schon richtig. Ach, du packst direkt den Pfand wieder ein. Hast du Angst, dass hier... Ich hätte dir das ja schon mitgegeben, aber jetzt schon mal leer nochmal hingestellt zum Abschluss, dass man sieht, dass wir es geschafft haben. Sonst sieht der Tisch dann so leer aus. Das stimmt. So, dann Prost, lass es dir schmecken. Eigentlich nimmt man da immer nur einen kleinen Schluck, um mal zu testen, zu sagen, wie es so schmeckt. Und dann zieht man den Rest immer weg. Aber musst du nicht, mach in deinem eigenen Ermessen, was du so denkst. Ja, ich würde sagen, am Anfang geht es schon schnell. Oder da gibt es auch hier diesen einen YouTuber, der immer so ein Sticker hat, der immer Zigarren und so. Man schmeckt da so, das ist ein Schmagofatz. Ach, das ist Deutscher oder was? Ja, ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Schmagofatz. Der sagt immer Schmagofatz. Das wollte ich noch nachgucken und... Die Zuschauer kennen es vielleicht. Du findest das jetzt Schmackofatz? Eigentlich finde ich alles Schmackofatz, außer bei den Bockbieren weiß ich nicht und das Landbier weiß ich auch nicht. Ich sag mal so, man kann es trinken, ne? So genau. Es schmeckt eigentlich wie, als wäre es aus dem Kalea Adventskalender. Da waren viele dabei, die so ähnlich geschmeckt haben. Was halt eben anders schmeckt, als wenn du jetzt hier in Rewe gehst und nimmst dir die ersten 10 Biere, die du findest. Passt dann dazu, dass du sagst, dass es das hier eigentlich gar nicht so gibt. Und die im Kalender sind ja meistens auch irgendwo. Das ist ja wie Augustiner, gibt es ja auch hier nur das Hell. Wenn du Glück hast, ein Edelstoff. Und in München, wo ich da war, in einem Brauhaus, da gab es noch Dunkles und Festbier und Weißbier. Und ich trinke eigentlich gerne mal Weißbier. Das haben sie hier nicht. Das fehlt. Also man müsste noch dazu sagen, wir sind beide erkältet. Wir sind beide krank, also die erkältet. Riechprobe, lass mal weg. Ja, das heißt eigentlich... Vielleicht ist der Geschmack sowieso ein bisschen anders, wenn man halt jetzt so, deswegen würde das nochmal, aber ja, da ist der Schaum übrig, das sieht gut aus, als wäre es gerade frisch aus der Spüle gekommen. Trinken wir es mal leer. Bis jetzt habe ich noch keinen Vergleich zu dem Rest, deswegen sage ich, man kann es trinken. So, nach dem Pilz kommt... Das Einbäcker, das heißt ja genauso. Brauherrnpilz. Brauherrnpilz. Also, guck dir mal die Flaschenfarbe an, das ist grün. Statt Pilz, Brauherrnpilz. Ja, stimmt, das ist eine grüne Flasche. Das ist also ein Becks. Ja, es ist tatsächlich herber. Wickeler Becks. Oh, herb ist aber nicht gut. Jetzt habe ich das schon verraten. So, jetzt 5 Minuten reden. Das hat statt 4,8 4,9. Das ist also 0,1 mehr. Strohblond, angenehm spritzig und mit klassisch herbem Pilzgeschmack. Das Original überzeugt durch sein ausgewogenes Hopfenaroma mit Nuancen von Ingwer, Zitrone sowie etwas Getreide, das die angehaucht malzigen Noten dominiert. Die haben auf jeden Fall eine sehr spezielle Ausdrucksweise und Beschreibweise. Das schaut auch schon ein bisschen mehr. Aber Flasche ist auch ein bisschen höher, ne? Das sind die Standardflaschen und das ist jetzt in die Spezial, aber... Weil hier ist ja der Hals ein bisschen breiter und weil der nicht breiter ist, muss der dafür wieder länger sein, damit sich das ausgleicht. Das gibt es tatsächlich auch noch in solchen schlanken Flaschen. Da schmeckt es aber auch wieder anders, habe ich schon festgestellt. Warum auch immer. Etikettmäßig fand ich das aber besser, weil einfach dicker Bauchdruck, fertig. Hier ist das Etikett auf dem Bauch halt kleiner. Und dafür hast du oben nochmal am Hals was halt nochmal aussieht wie Becks. Das ist auch das einzige, wo... Das, ja, das ist das einzige... Weil dieses rote Zeichen hier ist ja auch so ein bisschen nach Becks aus, ne? Das einzige, was ein Hals hat, also ein Hals-Ding,
Egal. Feuer frei. Ingwer und Zitrone, habe ich gehört. Jetzt habe ich reingepustet, die Flasche, die Katze ist nach der anderen Kronkorken dran. Wieso schwimmt das jetzt oben raus, hä? Wieso war das nicht beim ersten so? So, die nächste Flasche ist geöffnet. Ein feiner Tropfen für den Herrn. Ich habe jetzt mal ein bisschen schwungvoller eingeschenkt hier. Das hat auch wieder nicht gedroht. Also. Schwungvoller? Okay. Also ich weiß nicht, dein Glas ist manipuliert. Ja, aber eigentlich würde man dafür ja jetzt 0 Punkte geben, weil die sagen ja, Bier muss schäumen, da muss eine Schaumkrone drauf. Wenn du das hast, da fällst du überall durch. Das hat keine Schaumkrone, das sieht nach nichts aus. Sieht dann aus wie Apfelsaft. Wenn du da wenigstens noch so eine Krone drauf hast, würdest du an sich mehr Punkte kriegen. Jetzt merke ich gerade, dass die Sitzposition trotzdem nicht so gut. Ich habe jetzt schon Rückenschmerzen nach einem Bier. Also man muss einfach mehr trinken. Ich habe einfach die Befürchtung, dass man Sodbrennen kriegt oder so, wenn der Magen so zusammengeknüllt ist. Da habe ich hier das passende Mittel, Kauderblätten von Dalcit bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. Ich weiß nicht warum, seitdem der Hannes da war, liegen die hier unterm Tisch. So, dann Prost. Der hat, ist sehr hell. Farbe gefällt mir gar nicht. Also ich mag es, wenn es ein bisschen kräftiger aussieht, ja. Vom ersten weiß ich die Farbe gerade gar nicht mehr. Das haben sie halt so stark gefiltert wahrscheinlich. Was heißt es? Deswegen ist das so hell. Das, du kennst auch das Beck's Eis, das ist angeblich so hell. Das ist ja durchsichtig eigentlich, klar. Ja, das ist das Eiswasser. Weil sie das so stark gefiltert haben, dass das nicht mehr nach Bier schmeckt und halt die alles draußen ist. Ne? Ja, danach kommen dann die schöneren Bier. Das ist also, übrigens Satz, habe ich gesehen. Ich merke hier ja ein ganz kleines bisschen, dass da eine herbere Note dabei ist. Im Vergleich zum ersten merkst du hier eine herbere Note. Ja, ansonsten weiß ich nicht, kann ich nicht viel sagen. Ist halt Pilz, ne? Ist halt Herbpilz, also Herpes, Pilz. Ist halt auch so. Finde ich, schmeckt mir, glaube ich, besser als das erste. Von Bier zu Bier wird es immer besser. So, jetzt. Da kommt schon der Schaum raus. Hui! Don't touch that mouse. Also ich glaube, nach zwei Stück könnte man das Tasting schon beenden, weil das, ja. Das drückt ja jetzt schon so auf den Magen. Ich frage mich gerade, wie man das dritte überhaupt trinken soll. Die haben es einfach öffnet wahrscheinlich. Aber jetzt der Running Gag. Da steht drauf, ein Bäcker, hell, und hat voll die dunkle Flasche. Da steht überall hell drauf. Ach nee. Die meinen aber damit nicht die helle Brauart, also mit wenig, na gut, das wird hier drüben steht hell und hier steht hell. Also 2 von 9 steht was mit hell, ne? Und er sagt, da steht überall hell drauf. Pils, Brauherrn, Pils, Keller, Bier, dann Bier hell. Und deswegen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Weizengelb. Dieselbe Flasche wie die erste, von der Form her genauso, deswegen wieder ein dickes, bauchiges Etikett. Ein Bäckerlandbier hell, was in so einem braunlichen Design kommt. Hier oben habt ihr schön, du weißt, was das bestimmt ist. Das hier am Etikett oben, das ist was? Das ist ein Hopfen, das ist ein Getreide, das ist ein Gersten, das ist ein... Gerste. Das ist ein Gerste. Das könnte aber auch gemischt sein. Aber es steht nur Gerstenmalz drauf, also wird es Gerste sein. Das sage ich jetzt, das gefällt mir sogar noch besser. Weil das war ja das Grüne. Und hier, das ist so ein bisschen Sepia, ne? Wenn ihr so früher perverse Bilder gemacht habt und Sepia-Look, dass es immer so ein bisschen bräunlich ist. Mit aber diesen Gersten dabei, sieht sehr lieblich aus. Das Ganze hat 5,2, sind also von 4,8 auf 4,9 auf 5,2. Und hier steht jetzt Weizengelb, spritzig, frisch und feinwürzig, lockt das Einbäckerlandbier. Sein feinmalziges Aroma weicht beim Trinken der milden Hopfen bitterä und überzeugt durch seinen runden, weichen Geschmack. Einbäcker der Ehe. Einbäck. Ja, wir machen es einfach mal auf. Gucken wir. Ja, hören wir es uns mal an. Was? Jetzt riecht alles immer hinten auf der Decke im Sofa. Wenn ich mich irgendwann hinlege, bin ich tot. Passt. Mach was. Ach, das war wieder mal. Ja, da ist das fluppt nicht so schön. Das,
Oh, das riecht wie Sirup. Schon mal dran gerochen, ne? Ich schütte das mal. Oder das, ich hab's jetzt auch geschafft, ohne Schaum einzuschenken. Bist du noch nicht fertig? Das also, kann noch viel passieren. Ach, das hat auch, muss ich sagen, ich habe die Biere tatsächlich noch nie gesehen, weil ich die immer aus der Flasche sauf. Aber das hat wirklich eine schöne gelbe Farbe. Das ist richtig schön Naturfarben, Natururinfarben. Das sieht so ein bisschen goldig aus so. Das andere war halt eher gelb, aber das wirkt schon eher ein bisschen gold. Oh, jetzt habe ich es extra so gedreht, jetzt muss ich es nochmal so drehen, damit ja, er wieder Rücken an Rücken so. So, ja, das... Ich weiß die Farbe vom ersten, wie gesagt, nicht mehr, aber bis jetzt gefällt mir diese Farbe am besten, wenn ich mit dem zweiten vergleiche. Schaum können wir bewerten, 10 Punkte. Ja, der Schaum ist... Aber Landbier hat, glaube ich, immer ein bisschen weniger Schaum gehabt, wenn ich das irgendwo bestellt habe. Ist egal, kriegt man eher selten. Ja, Geruch rieche ich jetzt gar nichts mehr, aber ist ja egal. Ja. Das hat diesen komischen, pissigen Geschmack, den man bei Landbier halt hat. Wir haben schon mal Bier weggekippt, weil wir dachten, das schmeckt nicht. Es ist abgelaufen und dabei haben wir festgestellt, es ist Landbier. Das okay. War auch bei Weißmeiner. Landbier da. Schmeckt also abgelaufen? Schmeckt wie abgelaufenes Bier. Wie so abgelaufenes wie Blumenwasser. Bier. Und es gibt auch Landbier Dunkel, ja. Es ist dann auch abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, ich bin froh, wenn es leer ist. Du bist froh, ach, ich denke, dir schmecken alle Biere von einem Bäcker, hast du gesagt. Landbier, das stimmt, eins davon hat nicht geschmeckt, das war das Landbier. Wobei hat das so eine schöne Farbe und so ein tolles Etikett, aber... Ja, das scheint drücken. Ja. Ich habe aber auch schon mal das Brauherrenpilz getrunken und habe auch gedacht, boah, das wird ja ewig nicht leer. Das kommt aber auf die Tagesform an. Gestern hatte ich ein Landbier, das hat geschmeckt. Weil ich irgendwie aus Versehen zwei zu viel gekauft habe. Und habe ich auf den Tisch gemacht. Irgendwie bitzelt das so ein bisschen bei mir, wenn ich das trinke, so an zweiter Stelle, ist so ein bisschen säureartig, so. Bei dem anderen stand was mit Ingwer-Zitrone. Aber hier denke ich, das ist Ingwer-Zitrone vom Gefühl her, weil das irgendwie so angreift ein bisschen. Fand ich das zweite, das Brauherrenpilz, bis jetzt so angenehm. Aber hier die Farbe, die dominiert. Und das schöne Etikett. Doch, das. Ja. Ja. Wir wechseln dann wieder von. Das kann man mal so zeigen. Wir haben jetzt also die kleine braune, die große grüne, die kleine braune, wieder zu großen grün. Damit das immer schön abwechselt. Obwohl die grüne wahrscheinlich noch größer ist als die andere. Jetzt ist aber gut hier. Ist immer noch Sand auf dem Tisch. Man weiß es nicht genau. Ach, du bist fertig? Gut. Sag doch was. Nicht nur Geräusche machen. Ja, das ist bei mir das. Ich kann gar nicht mehr richtig rülpsen. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Ja, du weißt ja, was noch kommt. Jetzt kommt das Kellerbier. Dieses Glas braucht kein Mensch mehr. Außer man muss gurken dann. Ach so, das ist sehr gut. Vielleicht brauchen wir es doch noch. Mittlerweile könnte man auch einfach auf den Teppich göcken. Der Teppich muss eh raus. Habe ich jetzt. Das sieht aber noch erfahren. Nö, die Nachvermieterin, Besitzerin von meinem Leben hat gesagt, Teppich raus. Die wird sich wundern, wenn ich die Lampen alle abmache, weil sie gesagt hat, dass alles raus soll. Die denkt wohl, die gehören dazu. Muss sie ihre eigenen Lampen holen und anbringen. Ja. Jetzt haben wir ein Bäcker, Kellerbier, naturtrüb. Das kriegt man übrigens in Hameln schon wieder nicht mehr. Ich habe ganz Hameln abgeklappert und nicht gefunden. Ich habe das dann auf dem... Also das sind ungefähr 50 Kilometer von Einbeck entfernt, kriegst du nicht mehr. Ich dachte schon, ich habe dich unterbrochen und du bist jetzt... Nee, alles gut. Aber das mich kannst du gar nicht nerven. Ja. Sehr gut. So, ich versuche jetzt mal nach in die andere Richtung zu schießen. Ja, toll. Hoppa. Die Katze auf die Heizung. Deswegen soll ich die Heizung sauber machen, weil dann mir die ganzen Bierdeckel reinfliegen. Ja. Sag mal, du kannst doch nicht schon aufmachen, wir haben noch gar nicht vorgelesen. Erstens, naturtrüb, ne? Mag ich ja persönlich, wenn es um Radler geht. Radler, naturtrüb. Ja, das wird ja auch mit Kellerbier gemacht, dann meistens. So normale Radler, kann ich nicht ran. Naturtrübe Radler finde ich immer in Ordnung. Haben wir damals auch mit Marco bei den X-Raids, wenn wir uns da getroffen haben, kam er mal an, ich habe wieder naturtrüb dabei. Das war immer dann der Running Gag. Der Witz ist ja, dass die eigentlich nur den einen Durchgang quasi das Filtern sparen. Also die sparen den Arbeitsgang und verkaufen Durchgang. Das dann als besser oder so. Ja. Durchgang, Mann. Das Ding hat übrigens 4,8, also wer dachte, wir gehen jetzt höher, nee, wir gehen einen Schritt zurück und wechseln wieder auf 4,8.
Einbäcker-Kellerbier, trüb, naturbelassen. Und mit der Milde des Hopfens entfaltet das Einbäcker-Kellerbier ein feinmalziges Bouquet. 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 Bouquet, das ist doch hier in Bouquet. In hier. Bei den Asiaten ein. Ja. Da ist Hefe mit drin. Ich dachte, weil ihr meinst Buffet oder was? Nee, Phuket, wo ist? Weiß ich nicht, was du willst. Thailand ist das in Phuket. Das zu einem ausgewogenen Geschmackserlebnis führt, ein klassischer Genuss, ausgewogen und süffig. Jetzt erklär du mir mal das Wort süffig. Was heißt süffig? Ich mach's jetzt auch mal dahin. Die Katze. Warte, soll ich dir noch einen wegschießen? Süffig heißt, dass man das gut trinken kann? Oder was? Was heißt denn ja, süffig? Dass das einfach fließt? Oh, jetzt hätte ich meine ausgeschüttet. Es geht schon los. Ich sehe heute schon. Oh, das macht. Das ist ein. Ach, guck mal, guck mal. Das hat bisher noch keiner gemacht. Guck doch mal den Mist das, an. Das ist die perfekte. Das so muss das sein. Ich hab vergessen. Schnell los, Schaum, gib mir Schaum. Ich hätte es wieder ohne was geschafft. Hat sich da reingewichst. Vor allem, du hast es nicht hingekriegt. Das ist, so muss das eigentlich sein. Das ist schön. Ich hab, dass dann sich das dann da muss ich das Video nochmal zurückspulen und gucken, was du gerade gemacht hast. Ich habe eigentlich nur ausgeschüttet und vergessen, dass mal, dass da Sand drin ist wahrscheinlich. Das kommt beim nächsten übrigens auch nochmal. Sand. Farbe gefällt mir ja, gar nicht. Eigentlich Hefe. Weil es ist, man kann ja gar nicht durchgucken, weil es naturtrüb ist. Doch, bei mir kann man nach unten das durch, aber noch kann man unten durchgucken, aber dann nicht mehr. Ja, jetzt weiß ich, was du gerade gemeint hast. Meins ist halt überall gleich. Bei dir sieht man halt, oben ist und unten ist hey. Ist aber dann kommt das mit runter. Das und ist wahrscheinlich, weil du gelesen hast, dass die Flasche so getreten hat, sich das dann erledigt. Warte mal, zeig mal kurz, wenn man das so gegen das Licht direkt hält, sieht man das. Oben kannst du kaum durchgucken, unten ist es eigentlich erst klar gewesen, aber hier ist so ein Spinnnetz drin. Mhm. So ein richtiger Spermafluss, der sich da durchzieht. Das ist halt die Hefe, die noch mit drin ist. Die hier. Und bei mir ist keine Hefe drin. Doch, bei dir ist sie komplett. Was haben sie aus? Ja extra nicht rausgefiltert. Das steht aber schief. Ich stoppe die Kamera irgendwann oder läuft die durch? Hat die ja unbegrenzt. Die stoppt, wenn der Akku leer ist oder wenn sie umfällt oder keine, wenn jemand. Keine 30 Minuten Stopp. Ne. Das ist, mach mal wie du denkst, du. So. Naturtrüb, genau. Mag ich farblich immer nicht, weil das sieht halt so aus wie Seifenwasser, aber. Außer das Radler, du magst es. Da gucke ich ja aber nicht nahe, das trinke ich ja meistens einfach aus der Flasche. Wir wollten es uns ja angucken. Ich habe die Biere auch alle noch nie von innen gesehen. Innen. Siehst du jetzt auch von außen betrachtet. Ja, da ist immer eine Flasche drin bei mir, wenn ich das sehe. Meine Beine fangen schon an zu bitzeln. Aber das ist auch schon, also das Landbier ist ja auch, glaube ich, ist ja auch mit Hopfen drin, mit Hefe drin gewesen. Das wir nochmal zurückspulen hier. Gerstenmalz, Hopfen. Doch, nee. Da ist keine Hefe mit drin. Trotzdem. Jetzt muss ich mir, ich gucke doch nie auf, was da hinten drin steht. Ach so, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Da steht nur Gerstenmalz, Hopfen. So, was sagt mir das, dass das immer so aussieht, als wird gerade jemand was in dein Getränk mischen, was sich dann auflöst. Das ist die Hefe. So, wie schmeckt's? Das haben wir noch gar nicht geredet. Prost. Das schmeckt nicht so pissig wie das Landbier, aber es ist halt auch so diesen Geschmack wie ungefiltert. Also ein bisschen Seife hast du schon auf der Zunge. Ich. Finde ich. Dir schmeckt's. Bin froh, wenn's leer ist. Ich weiß, also wo ich immer hingehe, ich trinke immer nur das erste. Und bei den anderen Zeug, da sagst du immer, puh. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass du gesagt hast, sie schmecken alle. Schon beim dritten hast du gesagt, oh, hoffentlich ist es vorbei. Beim vierten so, oh, die ersten. Das liegt wieder halt dran, weil das so reinkübeln, das läuft jetzt seit 24. Oh, ich hab jetzt gleich gespuckt. Das läuft jetzt seit 24 Minuten. Ja, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Also wir müssen langsam mal zumachen hier. 5 Minuten pro Bier. Die Leute haben nicht ewig Zeit. Also 5 Minuten zum Trinken plus Einschenken und so. Wir sind eigentlich nicht gut in der Zeit.
Aber das wollte ich ja vermeiden, 5 Minuten rumeiern. Das musst du trinken und zack und fertig. So. Warte mal. Da, guck hin. Den haben wir nämlich da unten hingelegt und dann haben wir einfach die Lampe auf ihn draufgestellt, sodass er sich jetzt nicht mehr bewegen kann. Sie denken, die Geschichte ist wahr. Jonathan Franks. Wie heißt der? Jonathan Franks. Wie Flakes. Der andere. Der grauhaarige. Flakes. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der Tisch ist ein bisschen hoch. Ne, das Sofa ist einfach nur zu niedrig. Das ist Man bräuchte was, wo die Beine schön stehen und nicht so sich nach oben in den Bauch schieben, weil das ist sehr unangenehm. Karamell, Brotnüsse, Zitronengras und Orange. Das klingt, als wäre man von Chinesen. Ich brauche noch 2 Stühle, dass wir uns auf die Stühle setzen und den Tisch, der auf den Stühlen ist, vor uns haben, anstatt auf dem Sofa, wenn das so niedrig ist und die Knie so nach oben gehen die ganze Zeit. Ach du meine Güte. Man sieht das. Ich glaube, wir müssen es wieder andersrum machen. Da sieht man es dann noch besser. Das ist direkt. Ja. Da sieht man auch mehr im Display. Hier da ist auch wieder der Sand drin. Da guckst du durch und unten einfach, da züchten die gerade was ran. Was? Ich mach mal einen Strudel rein, mal sehen, ob das klappt. Du willst jetzt wieder sagen, das ist Hefe. Das könnte Hefe sein. Könnte. Ist Hefe. Ich bin gerade beim Durchlesen, aber noch nicht so weit. Es könnte auch ein Schimmelpilz sein. Die Aromavielfalt entsteht durch vorherrschen noblen Hopfen gepaart mit Malzaroma und kräftiger Hefe, die zugleich honiggelbe Farben auffällt. Weich, spritzig mit ausgeprägtem Bockbiercharakter. Naja, das hat ja auch 6,7%. Soll ich das jetzt nochmal vorlesen oder reicht es jetzt, wenn du da was gebrabbelt hast? Ich habe gar nicht zugehört. Ich persönlich finde ja da hier erstmal schwarzer Kronkorken und das Etikett mit dem Schwarz-Rot am besten. Also ich habe das mal gesehen und dachte mir so, das kann man nicht lesen hier, den Namen einpöckisch. Jetzt mittlerweile, wenn man es ein paar Mal gemacht hat in Ruhe oder so, geht es dann. Heißt, sprichst du so, wie es ist. Und dann habe ich damals einfach 4 Stück mitgenommen. Die habe ich auch in Hameln in den einen Edeka bekommen. Und sonst nirgendwo. Das ist auch wieder ganz schwierig, manche Sachen. Das Mai-Urbock, das stand aber dann, da war mein Pyrmont, da habe ich auch nur das bekommen. Das gab es dann wieder überall. Ja. Die nächste Frage wäre gewesen, du schwärmst so von dem Deckel, wie sahen denn die anderen Deckel aus? Alle so? Manche sind weiß, denn die haben tatsächlich meistens, also du hast jede Biersorte hat einen eigenen Deckel. Wenn wir hier mal drauf gucken, das sind eigentlich schön so. Das ist ja hier so eher golden, das ist eher wie so Bronze fast. Mhm. Das ist eher so grün, das ist eher so Rubin, rot irgendwas. Hier weiß ich nichts mehr, das ist schwarz. Einer lag hier unten, der also von dem... Jedes hat eine andere Deckelfarbe. Das hier ist, glaube ich, von dem normalen Pilz. Und derselbe von dem... Das ist hier der Beck's Deckel. Von dem Brauherrenpilz, der ist heller. Okay, die kannst du sammeln, das sieht gut aus. Das ist super, wunderbar. Der da hier ist noch, oder? Hier hast du den schwarzen. Der da hier ist vom... Der weiße. Von dem Landbier. Landbier Hell. Entschuldigung, da steht Kellerbier drauf. Ach, das passt viel besser zum Landbier Hell, weil der hat dasselbe Etikett dazu. So, hier vermischt sich auch schon alles. Ach, hier steht tatsächlich ein Bäcker Pilsner drauf. Geht quer durch die Flasche durch. Ein Bäcker, 6,7%, also wir steigern uns jetzt wieder, genau. Jetzt geht's bergauf oder ab, je nachdem. Karamell. Karamell. Brot. Nüsse. Zitronengras und Orange. Den Rest hat er vorgelesen, da brauchen wir nicht nochmal reden hier. Nüsse. Das wird schwierig hier mit 5 Minuten probieren. Bin ich aber traurig, dass da nichts hochkam. Macht's ins Glas rein. Ja. Jetzt, ich will Schaum los, ich mach's so, damit der Schaum kommt. So, gilt es jetzt als Schaumklönle oder was? Ohne das, was schwitzelt, ohne das, was macht, ohne das, was ist. Hauptsache da. So, ich habe eine Frage. Warte, müssen wir noch das hier machen? Tornado! Scheiße, warte. Grüße an Kesto. Wie hoch willst du es halten? Ja. Da sieht die Hefe nicht so spektakulär aus, muss man sagen. Weil die Hefe so krümelt, das ist wie Cornflakes fast. Akku ist gleich leer. Hab noch Ersatz. Jetzt hör aber auf. Aber deswegen, du musst einfach nur mal schneller trinken und dann ist sie wieder gut. Wir werden, glaube ich, immer langsamer.
So, das sieht aus, als hätte jemand Glitzer tatsächlich im Wasser aufgelöst. Bei dir sieht es besser aus. Ich habe extra geschüttelt und so. Bei mir sieht es aber aus wie reingereiert. Jetzt muss ich das extra nochmal zeigen. Wenn das hier so hinhängt und hier diese ganzen kleinen Partikel, die da irgendwie in dem Glas rumschwimmen. Sieht man das auf dem Foto? Ich mache das. Er macht jetzt extra hier ein Bild machen oder so. Ja, bei ihm schwimmt das einfach hoch und dann ist gut. Hier sammelt sich irgendwas drin. Das siehst du hier leider nicht so gut auf der Kamera. Da, guck da drin, da ist so ein Eigenleben, was da so stattfindet. Und hier ist er, hey, und hier ist er so. Sehen Sie das? Was da so rummacht? So, darf ich es jetzt wieder hinstellen, der Herr? Ah. Dann Prost, probieren Sie mal das, ich weiß schon, Einböckisch, wo er so sich gefreut hat wegen dem Namen. Das ist nicht das Stärkste, da kommt noch mehr. Ja, das Stärkste kommt natürlich zur stärksten Zeit, die wir gerade haben. Es hat heute tatsächlich den ganzen Tag geschneit. Jetzt regnet es wieder. Also wenn ihr wisst, was ich meine, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wow! So ein Call to Action hast du, musst du ja immer ins Video einbauen. Aber ich sag mal so, das. Jetzt wollte ich sagen, das schmeckt bestimmt nach Orange. Das riecht nämlich ein bisschen so. Und deswegen hat das auch so eine leicht orangeliche Färbung, aber ich kann den Geschmack gar nicht deuten. Aber irgendwas. Es schmeckt nach Brot. Nee, keine Ahnung. Das schmeckt nur für Brot. Das schmeckt einfach nach Bier. Nach schmeckt nach Brottrunken. Hast du schon mal Brottrunken getrunken? Das schmeckt irgendwie, als hätte man irgendwie auf dem Lost Place ein Bier gefunden und geöffnet. So sieht's aus und so schmeckt's auch. Zum Glück haben wir noch 4 Stück vor uns. Achso, Fun Fact ist übrigens da, das damals, was ich schon erwähnt hatte, so europaweit bekannt war und auch transportiert werden wollte, sind natürlich die Bockbiere in der Haltbarkeit im Vorteil durch die hohe Stammwürze und hohen Alkoholgehalt. Es hält länger haltbar. Also auf natürlichen Wegen. Ne? Mittlerweile macht man da halt einen Kronkorken drauf. Hält es auch. Lass mich doch in Ruhe. Das ist schwer zu viel Info. Nee, die Infos sind gut für die Zuschauer. Eigentlich ja. Die müssen noch deswegen, was lernen. Deswegen, also die schütten sich immer zu, das merke ich immer, wenn ich da zuguck und die reden, da merke ich immer, die schütten das immer in sich rein, aber keiner beschäftigt sich mal wirklich mit der Materie, mit der Geschichte dahinter, mit der Abstammung, der Herkunft, der Stammwürze, mit ja, allem, mit der Hefe, so, Hopfenextrakt, genau. Wo würdest du das jetzt einordnen? Schmeckt das, ist das jetzt dein Lieblingsbier von den 5 oder? Nee, es ist eigentlich das erste immer noch mein Lieblingsbier. Das erste war das Beste, danach ging es also bergab. Danach ging es bergab, genau. Das erste. Dabei dachte ich nach dem ersten, das zweite war besser und das dritte wird bestimmt auch besser, weil je mehr man jetzt trinkt, desto... Da hätten wir rückwärts trinken müssen, aber der erste... Irgendwie funktioniert das gar nicht. Das nächste Biertasting machen wir nochmal, vielleicht bring ich da bis dahin das Dunkle mit. Und dann machen wir alle noch mal probieren, nur weil ein Dunkles dann dabei ist noch. Und dann probieren wir das aber rückwärts dann. Das Schlimmste zuerst und dann... Nee, das machen wir nicht mehr. Dann haben wir noch Asia-Biere. Die müssen wir ja auch noch testen. Da brauchen wir Windeln. Glaube ich wahrscheinlich. Ja, werde ich schon sehen, ob ich mich dann am nächsten Tag kann klar schreiben. 6,7%, einböckisch, 13,78. Also Bock hell kommt jetzt gleich. Ich sag mal so, man kann es trinken. Ne? Ich nehme mir schon mal die Flasche, tu dir keinen Zwang an. Ein, ran, weg. Jetzt haben wir einen Bäcker, kräftig und würzig, Bock hell. Aber das so eigentlich reingezeigt. Das sieht genauso aus wie... Wie das, guck. Ist genau das gleiche, nur dass unten halt einfach ein anderes Wort steht. Aber so vom Design ist so gar nicht anders. Ich meine, die mittlere Banderolle ist hier halt braun und hier ist halt Gold, aber hier vorne wurde mehr Wert. Das sind ja die Bockbiere, ja, das sind die Bockbiere sind alle. Die Bockbiere sind halt oben drauf schwarz und die anderen sind halt
die haben nur ein zweifarbiges. Jetzt erkenne ich erst das System dahinter. Ich schätze, weil wie gesagt, Einbecker ist ja, die haben das Bockbier erfunden. Urbock Hell hat auf jeden Fall 6,5. Statt 6,7, wie davor einböckisch, haben wir jetzt 6,5. Pfirsichgelb, glänzend mit einem Duft nach Sommerwiese. Seine würzige Frische entfaltet das Bier der Biere. Durch süßliche Malznoten, die im Abgang durch eine angenehme Bitterei abgerundet werden. Können wir uns ja noch gucken, anhören, wie das entfaltet. Achtung! Oh. Hoppa! So viel Action hat der Adi noch nie. Eigentlich muss man ja so machen. Und dann erstmal. Aber man hört da wirklich die Unterschiede. Also wenn man jetzt wirklich irgendwie das Video nimmt und schneidet nur die Plops von allen neuen Bieren also raus, und hörst du, wie jedes Bier unterschiedlich ist. Ist der Stöpfel auf dem Schrank gelandet und die Katze kommt nicht ran. Jetzt sitzt er dort und guckt hoch, weil wir schenken jetzt mal ein. Weil das ist wichtig. Der Brösel, der tut nämlich immer das Video in die Länge ziehen. Der denkt, ich brauche Watchtime. Aber ich brauche Drunk Time und deswegen muss ich schnell mal. Und das könnte eine Schaumkrone werden. Das hat eine schöne Farbe. Das sieht auch gut. Das sieht ja sogar bei dir gut aus. Du schaffst es immer, die Biere ohne Luft. Was soll denn das jetzt heißen? Das sieht sogar bei mir gut aus. Oh, guck, das musst du so langsam einfüllen, weiterhin, dass auch ja, dass der Schaum in dem Moment, wo der zurückgeht, der Rest nachfließt und dann hast du immer die Krone drauf. Und dann kannst du den Rest, wenn du dir sicher bist, machst du den Abschluss für die perfekte. Deine ist viel höher. Ach, leck mich doch. Ja, übelst einen Haufen drauf. Sieht man das? Ich habe übelst einen Haufen drauf gemacht. Hier, da. Meins schließt direkt mit dem Glas ab. Nix. Da kannst du drüber wischen, passiert nix. Hier wischst du drüber, so. Kommt ein Fladen runter. Also. Sommerwiese. Pfirsichgelb, glänzend mit Duft. Pfirsichgelb. Prost. Ach! Da guckt die Hefe. Oh, haben sie das wieder? Die da gebildet? Oben rummacht. Da ist keine Hefe drin. Was ist dann das? Ja, das ist normal. Ja, das Resthefe vom davor. Jetzt warte ich, stoß mal kurz an. Weil du hast Hefe, ich nicht. Ja, weil ich mein Glas halt. Ich hab keine Ahnung, was da wieder. Ich spül mein Glas halt nicht aus zwischen den einzelnen Biers. Nicht so wie du. Der geht immer in die Küche ich und spült sein Glas aus, schneide ich immer raus. Das seht ihr ja gar nicht. Ich wusste nicht, dass du dein Video nicht schneidest. Aber da müsste man sich das ganze Besäufnis nochmal angucken. Ich bin ja auch kritisiert worden, dass ich bei unseren Biermeile-Videos so viele Sachen überschnitten habe. Aber wir haben ja auch eine völlig verschiedene Community. Was heißt überschnitten? Das weiß ich nicht. Dass dieselben Dinge, dass wir gleichzeitig bei beiden sind. Aber ja, aber trotzdem hast du eine andere Perspektive draus und ein anderes Gelaber. Und das ist doch genau. Wenn der eine filmt und der andere darf in dem Moment gar nichts machen und nur wenn gerade keiner filmt, darf der filmen, dann ist ja. Wenn einer durchgängig alles filmt, dann heißt es, du darfst nichts machen und gehst raus und ich hab mal kurz ein Foto gemacht. Ist doch gut, dass wenn der eine dort steht und labert, dass der andere sagt, der labert schon wieder da hinten, aber wir machen hier gerade das. Ja, das ist doch super, ist doch genial. Also ich fand jetzt auch, dass die Videos so zusammen, ich bin gespannt auf das Video von Naturin. Und ich fand dein Video viel besser als meins. Meins war lang und langweilig auch, weil. Bei mir im Video, du hast die ganze Zeit eigentlich gefühlt nur mich gesehen und ich habe immer zu irgendwas erzählt. Und bei dir, man hat dich einfach gar nicht gesehen gefühlt, aber immer gerade die Kamera auf der Action, gerade was gerade passiert ist. Also ich so wie ein Dokumentarfilm oder eine Biografie, so ich und mein Leben, guckt mich an. Und bei dir so, das ist die Meile, guckt, wir gehen mit der Kamera mit und zeigen euch mal den Blick hinter die Kulissen. Das ist auch... war bis jetzt immer so mein Ding, was ich so, wie es passiert, wie es aufgebaut ist und was da. Ich konnte auch nicht alles vorher sehen, dass da die Kamera im Laufband in Kaufland gelaufen ist, war Zufall. Aber da stand ja eine große Person in der Sicht. So
so dass man nicht wirklich sehen konnte, was passiert, aber gehört hat man es. Das hat übelst gescheppert und dann ist einfach nichts passiert. Du hast ja einfach eine Bierflasche auf Fliesen knallen gehört, aber es ist eine Dose kaputt gegangen. Und das Bier rausgelaufen. Vor allem auch mit den Bierkästen, mit den gestapelten dann. Das sehen wir beim Naturin, das hat er gefilmt. Bei mir, ich weiß gar nicht. Ich habe einfach nur gesagt, wir gehen ins Kaufland und dann hat man gesehen, wie man schon wieder draußen war. Ja. Da drin gab es einfach gar nichts. Da drin ist auch. Wir waren auch wahrscheinlich 2 Stunden im Kaufland oder mindestens 1,5. Und dann sieht man bei dir im Video, wie ich einfach nur gelangweilt an irgendwelchen Körben rumgezogen habe. Weil es einfach nur langweilig, weil es ist immer so, komm, wir gehen jetzt. Nee, ich muss jetzt noch was machen, wir müssen immer warten. Und dann stehst du da, musst irgendwie eine halbe Stunde warten. Und dann, ich glaube, das liegt dann halt dann wirklich an der Anzahl der Leute. So. Ja. Wenn weniger Leute sind, dann ist es zügiger. Und je mehr Leute, desto mehr Aufenthalt, weil aber immer mehr aus der Reihe tanzen. So ein bisschen. Mehr Action, war auch mit mehr Action. Verrückter, also war wirklich chaotischer. Das war echt knapp mit der Zeit. Ich habe das auch auf der Arbeit, hast du ja auch mit Zeit und so. Da hast du schon echt, die Zeit hatte ich im Auge. Zwischendurch dachte ich, wir liegen in guter Zeit. Wir können trödeln. Und dann waren wir lange im Kaufland. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hier, Feuer, wir müssen los, wir schaffen das sonst nicht. Aber das ist ja jetzt hier kein Meile-Tasting. Das ist ja jetzt hier ein Einbäcker-Tasting. Wer das gar nicht geguckt hat, der denkt sich, was reden die da für ein Dorf, ne? Ich wollte doch wissen, wie das Bier schmeckt. So, jetzt ist es leer, ne? Ja, es hat. So, und schmeckt's? So, mal riechen. Trinken. Ich glaube, das schmeckt besser, das Urbockhell, als das Einböckisch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bin gespannt, wie das Dunkel schmeckt. Ich mag nämlich eigentlich gern dunkle Biere. Oh. Das ist das hier mit dem Kupfer, mit dem bronzefarbenen Ding-Zeug. Urbock. Dunkle kommt, Einbäcker, 6,5%, röstmalzig und fein herb. Dunkles Gerstenmalz verleiht dem Bockbier seine satte Mahagoni-Farbe, seine süßen Röstaromen mit Schokolade und Vanillenoten verbinden sich mit einer intensiven Hopfenbittere zu einem wärmenden, vollen Geschmack. Scheiße, das hat 60 Kalorien. Da bin ich mal gespannt, ob es Macaroni-farben ist. Ich bin mal gespannt, ob es nach Schokolade und Vanille schmeckt, ja. Hey, Schatz. Alles Gute. Das kriegt nicht mal einen weißen Schaum hin. Oh. Ah! Das sieht mal. Habt ihr das schon gesehen? Macaroni-farben. Nee, Mahagoni. Also der Schaum sieht aus wie Macaroni, aber das hat eine schöne Farbe. Also die Farbe ist ja echt mega. Farbe 5 Punkte. Wenn 5 das meiste ist. 8 von 5, genau. Wenn 5 das meiste ist. 8. Ja, ich gehe immer nach dem Kalea-Dreck und da ist bei halt immer 5 war das meiste. So. Ich habe mir hier dieses Bernsteinzimmer jetzt in mein Glas gefüllt. Ihr seht, da ist sowas wie Schaum. Der Fahrer hat halt hier gesagt, ich bin eher der Schaumige. Der hat halt einfach noch mehr Schaum. Schmeckt einfach nach Döner. Aber was an Vanille? Was an Vanille ist denn Döner? Oder was an Schokolade ist denn Döner? Wann tun die denn mal den Nutella-Döner auf den Markt bringen? Die haben eine Nutella-Pizza rausgebracht. Das ist ja so eklig. Das ist ja wie wenn ich mir ein Brötchen mit Nutella mache. Ist das eklig. Hä? Wie wenn ich mir einen Wrap mit Nutella mache. Oder einen Crab mit Nutella. Nutella ist das. Einfach nur eine Schokopizza. Das ist Scheißdreck. Pizza ist einfach nur ein Boden. Da kannst du, ob du was Herzhaftes oder was Süßes drauf machst, ist doch scheißegal. Also ich kann auch eine Pizza machen und kann da Apfelstückchen drauf und Apfelmus und dann ist es halt.
Nutella ist ja eh irgendwie 60% Pflanzenfett und der Rest ist Zucker. Ah, der Wissenschaftler immer. Mein Gott. Warum heißt dein Kanal eigentlich nicht der Wissenschaftler? Wieso der Fahrer und ja, nicht der Wissenschaftler? Das war halt einfach, weil ich auf den Lost Place Videos immer als ich bin der Fahrer und dann habe ich gesagt, ich bin aber auch der Kameramann, weil ich immer filmen musste für die anderen Arschlöcher. Nee, Quatsch. Nee, war schon gut. Die Wichser. Hey, aber der Fahrer, ich meine, bisher habe ich dich gesehen, da bist du immer gelaufen. So, du müsstest der Läufer sein. Aber wir sind ja... ihr geht ja immer ans Ende der Welt. Wir sind zu Lost Places gefahren, ich bin immer gefahren, habe immer gefilmt. Da ich mir Mühe gegeben, bin den Leuten beim Film... Er tut seinen Kopf einfach in den... reinstecken. Da ich mir Mühe gegeben, den Leuten beim Film zu helfen, dann bin ich für die Szenen auch gelobt worden, aber dann haben die immer mehr rausgeschnitten. Da habe ich mir gesagt, ja, dann mache ich meine Videos selber, weil das ist ja dann auch immer so. Also ich habe dann halt, YouTube ist für mich Datenbank. Ich mache YouTube nicht für Leute, Prost. Ich wollte dich ausreden lassen. Ich mache YouTube nicht für Leute, sondern für mich als Datenbank so. Toll, darf ich jetzt nichts mehr gucken oder was? Doch, nee, du kannst es gucken. Ich freu mich aber drüber, wenn sich noch andere Leute auch daran erfreuen, dass ich das so zeige. Ich meine, natürlich zeige ich hier keine Wix-Videos oder hier Kram, was hier nicht jeder sehen soll. Die Displays, also manchmal auch Fahrten. Und ich was auch schon redet Videos, ihr denn für Zeug? Ich habe auch schon Videos über Autos gemacht. Wie kommt der denn jetzt auf Katja Krasavitsch und Wix-Videos? Es ging doch gerade noch um. Wo ist der Bierheim? Da fehlt doch die Hälfte. Wie hast du das gemacht? Es schmeckt auf jeden Fall, da muss ich es nochmal testen. Ich habe es schon wieder. Das ist undefinierbar, ist es. Es riecht. Und so schmeckt es auch. Was ist wie Kaffee, ist das? Aber es sieht gut aus. Ja, da ich keinen Kaffee trinke, kann ich es auch nicht beurteilen, ob das schmeckt wie Kaffee. Guckt es euch nochmal an. Das ist der Fahrer. Der macht keine Wix-Videos. So. Da könnt ihr lange warten. Die Stunde kriege ich immer noch voll. Weil das Bier ist so stark. Was ist denn Röps oder was auch nur Stöhnen? Das war einfach nur Ernüchterung. Nee, der will Zeit schinden. Das heißt, wir müssen Ich trinke schon. Aber man muss ja die Zeit füllen, nicht schinden. Füllen. Nee, man darf ja nicht einfach nur trinken. Man muss ja das Trinken auch kommentieren, dokumentieren. Man muss ja auch... Jeden Schluck muss man ja wissenschaftlich festhalten. Es kann sein, dass ich dann den Biergeruch doch mal brauche. Um Zeit zu gewinnen. Willst du zwei? Das schaffen wir fast nicht mal. Mehr rein. Wir haben nicht mal mehr ein Liter Bier. Also das. Das schmeckt nicht nach Schoko. Das schmeckt auch gar nicht nach Vanille. Ich verstehe das gar nicht, warum die das da draufschreiben. Das ist auch hier so bei Whisky-Tasting. Sagen wir aber, wahrscheinlich meinen die hier die Schokolade mit 99% oder so. Mit 99% was? Na, Kakao. Aha. Wir trinken erstmal das Bier und gucken dann mal, was uns erwartet. Ach, ein Mai-Urburg sehe ich jetzt schon in der Ecke. Müssen wir eigentlich noch zwei Monate warten? Jetzt ist März. Bis das Video online kommt, ist Mai. Dann können wir es fast als Mai-Special hochladen. Ich glaube, Märzen gibt es gar nicht von einem Bäcker. Hat jeder Monat sein eigenes Bier? Nee. Es gibt auch Märzen und es gibt Mai-Urburg. Warum machen wir Mai-Urburg? Warum Mai-Urburg? Das sind die Geschichten, die ich nicht mehr erzählen kann. Mai-Urburg. Ja, warum aber Mai und März? Was ist März mit Oktoberbier, hä? Dann ein Bäcker, wenn es Oktoberfest ist, müssen wir uns Oktoberbier machen. Oktoberfestbier ist eher eine fränkische Sache. Toll. Oktoberzeug gibt es in dem Norden gar nicht. Halten Sie sich wieder raus. Die haben da andere Sachen. Die trinken, machen dafür grüne Bier. Weißes T-Shirt. Ach du Scheiße. Das,
Ich habe. Du kannst mit 90 Grad waschen. Ich habe 5 davon. Das geht schon. Der Akku ist jetzt rot. Hast du noch eine Strippe? Ich glaube, ich kann ja schon mal vorlesen, was auf dem nächsten Bier steht. Wenn du da jetzt austrinkst. Denn die Unterschiede sind ja wirklich, guck mal, das ist das Einböckisch. Ihr seht, oben schwarz, unten weiß, in der Mitte ist hier so ein brauner Zipfel. Das Urbockhell, oben schwarz, unten weiß, in der Mitte ist ein goldener Zipfel. Das Urbockdunkel, oben schwarz, unten weiß, in der Mitte ist dieser bronzefarbene Zipfel. Deswegen haben wir jetzt beim Einbäcker Mai Urbock oben schwarz, unten weiß. Boah, das blüht. Und in der Mitte den grünen Zipfel, was sehr unspektakulär ist. Da steht feinwürzig und frisch. Mai Urbock 6,5%. Und um dem Fahrer noch mehr Zeit zu verschaffen, ist bei dem letzten, nämlich oben schwarz, unten weiß und in der Mitte rot. Aber das ist vollmundiger Doppelbock, Winterbock 7,5. Das zieht also nochmal an. Und ansonsten habt ihr hier bei Maibock nicht nur, dass das vorne einen grünen Bauch hat, das hat auch einen grünen Kronkorken. Stöpfel, sagt er. Stöpfel. Ah, und da steht. Hab ich das vorgelesen? Ach, das war die Mahagoni-Farbe, genau. Macaroni. Ich mach das nur, um Zeit zu schinden. Was steht denn bei Maibock? Fruchtig, frisch, mit leichter Trauben-Mostnote, moderater Hopfenbittere und süßlicher Malznote. So schmeckt der Frühling aus der Heimat der Bockbiere. Orange, golden, schimmernd wie ein Sonnenaufgang. Ungetopft von cremigem Schaum weckt der ultimative Genuss die gute Laune. Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516. Zutaten Brauer, so Gersten, Malz und Hopfen. Daumen hoch, Sabbat. Ne? So, 6,5. Geht's Ihnen gut, der Herr? Soll ich Ihnen mal so einen schwarzen Plastikeimer besorgen? Den tue ich mir mal neben das Bett stellen, wenn die Nacht wieder lang war, falls ich mal husten muss oder was anderes. Au, mein Fuß! Ich glaube, der Fahrer, der macht jetzt ernst, der fährt schon zum nächsten Bier auf. Das ist nämlich das Mai Urbock. Ja, pass auf. Mensch, pass auf. Ich glaube, der stirbt gleich. Kriegt der jetzt in die Kantine da oben oder was? Kam auf jeden Fall nicht mehr runter. Nee, da ist in der Kantine gelandet. Du hast es viel besser, du kannst da rüber schießen. Wenn ich nach dort schieße, da ist der Raum offen. Wie ist das denn auch falsch? Ja, ich aber so, ist egal. Jetzt hat die Katze, die sieht aus. Ach, die Schatz. Adi! Babyschatz! Mein Bock! Der Adi hat so richtig grüne Augen wie die Flaschen vom Einbäcker Bier. Wir schenken ein. Zöffel, 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 zöffel. Freust du dich schon aufs China-Bier-Tasting? So, guckt das an, perfekt, ein kleines Häuble. Er macht wieder 50-50. So sieht's ab. Wienst, ich nehme dich aber nicht mit. Tu mal nicht den Fuß da rein. Mensch. Was ist denn eine Traubenmostnote? Das schmeckt jetzt nach Weintrauben. Traubenmost vor allem. Traubenmost? Das, könnt ihr das nicht einfach Wein nennen? Mit einer Weinnote. Ich hoffe, dass du das... Das hört man auf Kamera. Dass du das laut machst. Das hab ich schon mal getestet. Das war die Traubenmostnote. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, du sollst... Deswegen trinkt er sein Glas nicht. Er trinkt immer heimlich aus der Flasche und isst dann immer schon weiter.
Boah, das schmeckt aber anders. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Schmeckt wesentlich herber. Das hat und auf jeden Fall eine Farbe dran. Das hat Farbe und schmeckt herber. Herbert. Und Prost. Du hast ja jetzt schon die Flasche dir reingekippt, da kannst du auch noch den tun. Das riecht nach Karamell. Ja. Das schmeckt. Also mir. Schmeckt aber sehr malzig. Schmeckt äußerst malzig. Und weniger süß und Kram und. Ja. Nach Traubenmost. Traubenmost schmeckt das. Das kann man. Jetzt würde ich sogar sagen, okay, schmeckt nach Brot. Das hat so eine richtige Knäckebrot. Das ist Art an sich irgendwie. Also wenn man das einschütten und wir trinken, dann musst du ausmachen. Dass man dann, dass da keiner mehr sieht, wie wir sterben. Also es kann sein, ich sehe nur, da steht 6,5 und da steht 7,5 und dann denke ich, was ist denn der eine Prozent? Er rastet schon wieder aus. Ich habe schon 12% getrunken vom Polenbier-Tasting. Das war super und danach gab es noch für 2 Liter andere Blöre. Also aus der Plastik. Das Polen-Tasting, wo die schon näher hingefallen ist. Weiß das eigentlich jemand außer mir und ich näher und ihr und überhaupt. Da kam sogar noch die Polizei. Wir sind danach heim. Die haben sich hierher gelegt, ich habe mich ins Bett gelegt, der Hannes hat sich hergelegt, plötzlich klingelt's. Ich gehe an die Tür, hä? Machen Sie mal auf die Polizei! Ich, hä? Ist vielleicht die Frau Braun bei Ihnen zu Hause oder nicht? Gott, schläft, ne? Machen Sie mal die Tür auf jetzt! Und dann kommen die hier rein und gucken, geht's Ihnen gut? Haben die Ihnen was getan, ne? Wir wurden angerufen von der Mutter, weil die hat irgendwie ihr Handy unterwegs, glaube ich, verloren oder so. Irgendjemand hat das Handy gefunden und die Mutter konnte sie nicht erreichen und da hatte ich gleich hier und dann kam die Polizei und dann haben die noch einen Krankenwagen geholt und dann haben sie die genommen und rumgezerrt und dann hatte ich aufs Sofa gebrochen und dann das ist ja und ich was schütteln die sie Geschichte, denn die da rauskommt. Was schütteln sie die denn so rum, ist doch klar, dass die sich dann da über und so und dann es geht keine Gefahr aus, wir gehen wieder nicht toll, sind sie gegangen oder was, ich bin dann hell. Da kommen die hier rein und ich dachte, was habe ich denn jetzt gemacht? Unser System. Halt. Wir waren doch nur unterwegs und wir sind jetzt hier zu Hause. Und das klang, als hätten wir sie entführt oder so. Das hätten wir auf der Straße jemanden mitgenommen. Abgefallen. Warst du hier in dem einen Video mit der Tourin, Harris, wo auch die Bullen kamen. Ah ja. Mit dem Weidezaun. Wo nichts passiert ist. Wo wir nicht nach Schleusingen laufen durften, sondern sollten da hinten über die Wiese diesen Weg rein. Wir, okay, wir laufen dahinter, 2 Meter, kommt so ein Zaun komplett drüber, weil da Schafe waren. Wir konnten einfach nicht weiterlaufen und dachten, ja nu. Der sagt, wir sollen jetzt hier hinten durch den Wald und da ist direkt abgesperrt, weil da ein Elektrozaun war mit Schaf. Ihr dürft nicht auf der Straße laufen. Ihr müsst da hinten lang durch den Wald. Das ist jetzt und dann ist es abgesperrt. Wo steht denn das? Das gibt kein Gesetz, das ist nicht auf der Straße. Die haben sich ja nur Sorgen gemacht, haben gesagt. Das ist ja wie bei Rambo, wo er einfach nur irgendwie aus der Stadt rausläuft, wegen wegen Landstreicherei festgenommen wird. Es lag aber an der Frisur. Hast du dir die Frisur angeguckt vom Rambo? Den würde ich auch festnehmen. Das ist. Du versuchst schon wieder Zeit zu schieben. Bombenlicher ist das. Ich wusste schon hier von Anfang an. Man sieht immer noch, ich habe mein Feuerzeug. Der Fahrer hat nichts. Guck. Der wirft es extra runter, damit er es so tun kann, als hätte er nichts mehr. Ich hab's noch. Ein Bier haben wir noch. Das zünden wir noch an, dann ist das Video auch nicht zu Ende. Das ist Vollgas. Was heißt oder Kindersicherung. Hey, Kuh hier. Du hast einen längeren. Toll. Weil das ist das Rosa, ne? Ja. Vor allem ist hier viel weniger drin und die Flamme geht ja viel höher. Ich kann es nur noch tun, dann geht es aber bis zur Decke.
Ich verstehe es. Ich denke halt, wenn da viel mehr Stoff drin ist, dass das viel mehr Power bringt. Und da, wo nur noch auf Restflamme läuft, da kommt nicht mehr viel. Aber da, wo weniger drin ist, macht's. Hui. Da, wo es doch fast voll ist, macht's. Naja. Und du sagst, das ist logisch für dich, oder was? Das ist ja gut. Liegt dran, weil es rosa ist. Fertigungstolerant. Ja, blau, Männer. Pink, Frauen, die werden wieder bevorzugt. Die müssen weniger haben und schon können sie mehr leisten. Ist auch so, heute ist ja Frauentag, ne? Ach so, ja. Wir tun das heute am Weltfrauentag aufnehmen. Jetzt verliere ich gerade wieder 100 Abonnenten, weil die sagen, das ist frauenfeindlich. Nein, ich sag doch einfach nur... Ist ja schon eine, weil du keine Frau hier stehen hast, sitzen. Das ist ja schon... Ja, wenn wir Frauen immer mitmachen lassen, dann kommt immer die Polizei und rüttelt die dann rum und dann machen die aufs Sofa drauf. Also ist die Frau, die Polizei frauenfeindlich. Oder? Ja, die sagen, ey, du darfst nicht mitmachen, lass es den Jungs hier, raus jetzt. Und nehmen die ihn dann immer mit. So. Wir machen jetzt das Winterbock noch auf, dann nuckeln wir dran. Trink doch erstmal dein Bier leer. Du musst erstmal dein Bier leer trinken, oder was? Er will das Bier aufmachen und sein Glas ist noch voll. Also, seit wann ging es denn um die Eigentumsrechte von dem Video? Wie schmeckt es jetzt? Besser. Als was? Als das Pilz, das erste, was du hattest. Ne? Es schmeckt eigentlich nicht alles besser als ab Landbier, Kellerbier, Einböckisch, Urbock. Urbock dunkel. Da sind wir jetzt wieder. Das ist eigentlich, was da oben drüber steht. 16,2 Grad Stammwürze, glaube ich. Die wird in Grad P gemessen. Hm. Danach wird auch Bier wird auch nach Stammwürze besteuert. Also die müssen es ja messen, deswegen wissen die das wahrscheinlich auch. Darauf bezahlt sich Steuern. Das klang aber nicht gut. Also das schäumt nur noch. Ich kann nicht rülpsen, das ist das Problem. Dann hören sie halt auf damit. Trinken sie lieber noch ein Bier, wenn sie nicht mehr rülpsen können. Ja. Guck mal, die Katze hat sich so an dich gewöhnt. Die tut sogar die Augen zu kneifen und sagt, ich vertraue dir. Ich wette, dass du heute noch bröckelst. Ja, yo, ich mach die Augen zu. Jetzt tut er wieder seinen blöden Kronkorken hier rumschnibbeln. Die Katze wieder rebellisch machen. Die hat gerade die Augen zu gehabt und gechillt. Jetzt wirft er den Stöpsel hin. Jetzt ist er total fertig mit der Welt. Guck. Warum tust du das? Ich hasse dich. Nacheinander, wenn ich dich erwische. Ja. Adi, Schatz. Kann man das sehen? Nee. Doch. Achso, das hat er hinten auch noch ein Display. Ja, dann liegt die Katze. Ja. Was macht die Katze? Sie läuft den Blut. Ich renne nicht hin. Natürlich. Ja, die ist so wie jede Heimkatze. Die rennt die natürlich. Wieso steht denn das jetzt nicht mehr da? Was ist denn hier der schiefe Turm von Pizza oder was? Na, du musst auch mal die Beine spreizen, damit es wieder Stand hat. So, jetzt haben wir es hingekriegt. Ja, der lässt sich halt nicht verarschen, ne? Das ist aber. Warte, das muss man nochmal zeigen. Muss aber näher ran, das sieht man ja gar nichts. Ich muss auch. Jetzt hüpft er gleich weg. Das sehe ich schon. So, wir müssen jetzt mehr Bier trinken und weniger aufhören. Ey, das wäre voll die Weltsensation, wenn wir das alles mit diesem Akku noch schaffen, weil... Es steht auch schon schief, das ist egal. Guck mal, wir sind eh schon über eine Stunde jetzt. Hättest du gar nicht gedacht. Und der ist die ganze Zeit auf Rot. Mein Bier ist leer, sein Bier wird vielleicht auch leer gerade. Wir haben immer noch das letzte Bier vor uns. Mit dem rubinfarbenen Groudon-Deckel. Das hört sich so an. Ich suche immer noch. Ein Bäcker, vollmundiger Doppelbock-Winterbock.
7,5%. Ich schaff das nicht mehr. Dunkel im Charakter, vollmundig und malzig, Schaum wie Schnee, krönt den rötlich-dunklen Kupferton des Winterbocks, der das Aroma gebrannter Mandeln mit einem leichten Stachelbeeraroma harmonisch verbindet. Toll. Der Körper des Doppelbocks ist kräftig und wirkt mit ausgeprägter sowie ausgeglichener Bittere im Nachtrunk. Ja. Ich denke, du schaffst es eh nicht mehr, hast du gesagt. Ja, gut. Was ist denn da jetzt so lustig? Ja? Was war jetzt die Note? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich denke, das war damit das Video vielleicht abschließen sollte. Das sieht es sehr gut aus. Ach, du hast noch gar nicht ganz eingeschenkt. Doch jetzt. Was für ein Anfänger, guck hin, was der da macht. Was soll das noch? Was schmeckt das? Was stand da drauf? Ach, was ist ich denn nach? Hier. Charakter vollmundig, malzig, Schaum, Schnee, Kupfer, Mandeln, Winterbock, gebrannte Mandeln, Stachelbeer. Aber ich bin eine Zeile verrutscht. Und es hört auf. Bitterer Nachdruck. Okay. So, was ist hier bei Over the Top? Mütze nach hinten. Das ist sehr gut. Das ist Cola-Farbe. Aber das war doch beim Ash auch so. Deswegen macht das der Castor immer. Das sagt immer, wenn es ernst wird, tut er immer die Mütze nach hinten. Yo, Pikachu! Und du sagst jetzt, Over the Top hat es auch gemacht. Das ist der beste Stallone. Wenn die Armdrücken gemacht haben, hat er immer seinen Cabby hinter und dann das immer. Das ist wie eine Maschine startet. Ich brech dir den Arm, du Bastard! Das ist wie eine Maschine startet, hat er gesagt, ja. Kesto, ich hab dich durchschaut. Das kommt von Over the Top. Ja, moi. Prost, hast du schon getrunken? Ich hab auch schon angestoßen. Gut, dann. Prost. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich hab gekleckert. Das war jetzt auch. Warum? Ich bin krank. Also, ich weiß nicht warum. Du hast doch da ein Maßkrug. Zum Göcken? Nee, ich muss nicht göcken. Du hast eine ganze Tüte vom Rossmann. Ist das. Ich muss aber Zelte mitnehmen. Oh, das schaffen wir heute aber nicht mehr, das alles zusammenzuräumen. Den ganzen Pfand. Den nehme ich mit. Wie schmeckt's jetzt mit 7,5%? Ganz stark, das ist auf jeden Fall. Das ist ganz stark. Das ist wie eineinhalb Bier drin. Also die Farbe ist erstmal super, ne? Sieht gut aus. Muss schon sagen. Sieht echt gut aus und schmeckt auch. Also schmeckt wirklich gut. Du, das, was du dir für an Geschmäcke immer draufschreiben, das schmeckt dann einfach nur nach Bier. Nach starkem Bier, nach ranzigem Bier, nach was weiß ich. Schmeckt es eigentlich bei allen Biersorten, meine ich, wenn die mir draufschreiben, hier schmeckt nach Orange. Ja, das schmeckt halt einfach nach ranzigem Bier. Meiner Meinung nach. Das schmeckt nach Bier. Ja, aber du vergisst, du bist ja erkältet, du merkst es ja nicht so. Du kannst die Orange gar nicht schmecken und die Vanille und die Mandeln und die Orangen und die Ananas. Ne? Also, ich habe auch. Du hast eigentlich keinen Döner mitgebracht. Ich denke, McDöner hat 3,50 Euro Döner im Angebot. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ich habe auch welche durch die Pizza gegessen. Und ich bin einfach nur so voll gefressen noch. Aber okay. Das ist auch hier bei Whisky und bei Rum gewesen. Ja, das schmeckt nach dem und dem Scheißdreck und so. Das schmeckt, kannst du nur entscheiden, schmeckt gut, schmeckt nicht. Aber
andererseits irgendwas nach Schokolade schmeckt, dann ist es wahrscheinlich so, man kennt eh nur hier Milka und so ein Fotz. Ja, nach danach schmeckt es halt nicht. Schmeckt nicht nach Fotz. Dann ist es doch gut. Also, schmeckt, ich will nicht, dass es nach Fotz schmeckt. Schmeckt oder schmeckt nicht. So. Mehr ist es nicht. Schmeckt nach Fotz. Das ist jetzt das abschließende Statement, das wahrscheinlich. Es gibt genau zwei Sachen, die nach Fisch riechen. Eins davon ist Fisch. Zählt Suströmming als Fisch? Ja. Das ist auf jeden Fall was, was man nicht in der Wohnung machen sollte. Ist ja Fisch. Na, beim Pitchen haben wir es in der Küche aufgemacht. Bei dir? Ja. Du hast aber nur ein Fenster, oder? Zwei, aber das eine geht nicht auf. Ach du Scheiß. Dann haben wir noch Soße-Trimming-Wasser getrunken. Fex. So. Das war richtig cool. Solche Geschichten sind. Hast du keinen Soße-Trimming gegessen bis jetzt? Oder? Nee, zum Glück nicht. Das musst du mal machen. Dann bist du der wahre Boss in The Hood. Guck mal, die Katze hat sich da unten eingenistet. Die liegt da einfach rum, so faul. Adi! Was noch faul rumliegt, ist der Fahrer. Ja. Geht's dir gut? Soll ich dir eine Decke holen? Soll ich dir die Füße massieren oder was? Jetzt hör mal auf. Ey, warte mal, hier hinten steht sogar die Prozentanzahl vom Akku. Da steht 1%. Das heißt, wir müssen jetzt aber langsam mal hier zur Potte kommen, ne? Was soll jetzt noch abschließend sagen? Ne, wir müssen noch das Bier austrinken. Prost! Das schaffe ich nicht mehr bis 0%. Doch, guck. Willst du mal jetzt auch noch austrinken? So. Das war das Einbäcker Bier Tasting von der Fahrer und vom Ramses. Das ist so ein herrliches Bier. Ich glaube, ich brauch's aber nicht nochmal. Egal welche Sorte. Ich bin auch geheilt. Ich bleib persönlich einfach nur bei dem ganz normalen Standard. Geht doch weg. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen und wir gucken jetzt noch, wie der Fahrer sein Bier austrinkt. So lange können wir die Kamera noch laufen lassen. Ich bin jetzt raus. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kennt ihr Einbäcker? Habt ihr schon mal Einbäcker getrunken? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten filme ich jetzt nur noch den Fahrer. Wie der Fahrer sein Bier austrinkt. Noch so viel. Die Kamera läuft halt einfach. Oh, deswegen gehe ich jetzt extra davor. Oh, ich fange nicht damit. So, jetzt haben wir hier 1% hier. Da ist er. Guck mal, sieht aus wie ein Eistee, wenn man von oben reinglupscht. Jetzt ist ein bisschen Sabber runtergefallen in die Flasche rein. Guck doch mal, wie das aussieht. Das sind lauter grüne Flaschen. Und hier vorne seht ihr braune Flaschen. Zwei Stück. Das normale Pils und das Landbier hell. Das waren die braunen. Da ist der Fahrer. Das ist braun, die CDU doch. Damit kenne ich mich nicht aus, ob die alle bunt sind. Ja, schaffst du es jetzt nicht mehr, dein Bier zu trinken? Das dauert. Aber das schmeckt dir doch so gut. Das ist doch das Einbäcker, das ist doch dein Lieblingsbier. Mhm.